Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute lädt uns Annika in ihr Spukschloss ein. Das heißt, wir können heute endlich mal einen kleinen Horrorzoo besichtigen. Habe ich mir ja schon mal gewünscht, als wir mal so einen ähnlichen Zoo eingesendet bekommen haben, der zumindest so Andeutungen in diese Richtung gemacht hatte. Wir werden den Zoo auf jeden Fall bei Nacht besichtigen. Und ich bin super gespannt auf die Atmosphäre und ich würde sagen, wir starten jetzt in das Spukschloss von Annika. Ich bin sehr gespannt, ob wir uns gruseln werden oder auch erschrecken werden an der einen oder anderen Stelle. Willkommen. Das ist schon mal sehr cool, dass hier die Ranken so in den Weg ragen, dass man sich hier so durchschlängeln muss, damit man die nicht ins Gesicht bekommt. Hey, schon mal Nebel. Schöne Beleuchtung. Und so ein paar Holzhäuser, wo man sich schon mal was zu essen und zu trinken holen kann. Auch sehr gut beleuchtet. Sieht sehr schön aus mit den Fenstern. Hier oben auch so ein bisschen Rauch. Mal so kleine Schornsteine. Hier kann man sich hinsetzen. Schön abgegrenzt hier mit so einer kleinen Mauer. Auch schön viel Deko hier platziert. Das sieht doch schon mal super aus. Sumpf. Im Spukschloss und zu der Schlund. Wir sollen als erstes in den Schlund gehen, das steht zumindest in der E-Mail. Bin sehr gespannt, was uns erwartet. Geht hier über eine Brücke. Sieht ja schon mal cool aus. Natürlich ärgerlich, dass hier hinten das nicht ganz dicht ist. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen mit Bäumen zubauen können. Aber sieht cool aus mit dem Nebel. Der Bepflanzung. Nice, gefällt mir. Geht's hinein in den Schlund. Das ist auf jeden Fall irgendein Monster. Sieht aus wie Zähne hier. Oh oh. Oh, die Felsarbeit hier ist aber schön. Oh ja, das sieht nice aus. Auch an der Decke, dass dann mal so ein paar Steine herunterschauen. Oh, hier sind Vivarien. Was haben wir denn hier für Horrortiere? Oh, guck mal hier. Eine gelbe Anaconda. Bin beleuchtet und eingerollt. Oh, das ist underwater hier. Oh mein Gott. Vielleicht schwimmt irgendwas über uns. Irgendein Monster. Wäre cool, wenn da wirklich Tiere drin wären. Es sieht echt nice aus hier mit der Gestaltung. Auch mit dem Holz, mit dem Stein. Dem Efeu. Oh, hier guckt noch so eine Wurzel durch. Auch cool mit dem Mond, dass der da so drauf scheint. Was ist das? Oh, Mitarbeiterweg, okay. Und hier sind Toiletten. Okay. Oh, da sind sogar Krokodile. Jetzt sehen wir sie, die Monster. Okay, das ist sehr nice. Dann geht's wieder zurück. Ja, Annika hat schon gesagt, das ist ein relativ kleiner Zoo. Aber das macht ja rein gar nichts. Der Sumpf, da sollen wir als nächstes hin. Das sieht ja schon wieder cool aus. Oh, hier ist auch ein Gehege. Mit Wölfen. Mega gut. Also es ist wirklich sehr stimmig hier. Der Nebel im dunklen Wald. Und du hast bis jetzt auch die richtigen Tiere gewählt. Krokodile und Wölfe passen da auf jeden Fall hinein. Gut, das ist aber schön hier. Das ist hier alles Gehege. Das Wolfsgeheul ist auch nice. Die heulen wahrscheinlich ein bisschen mehr bei Nacht, kann das sein? Sonst hört man die gar nicht so oft heulen. Das ist richtig cool. Das gefällt mir gerade richtig gut. Super atmosphärisch. Ich frage mich, ob auf dieser Seite noch irgendwas ist. Sieht auch richtig gut aus. Aber ich glaube, hier ist jetzt auch schon Sackgasse. Das war der Sumpf. Und zu guter Letzt geht's zum Spukschloss. Da bin ich ja mal gespannt. Das dürfte jetzt auch ein bisschen größer sein. Weil insgesamt soll dieser Zoo 6 Gehege haben. Wir haben jetzt ja 2 davon gesehen, würde ich sagen. Schon mal eine coole Brücke. Und die Geländer sehr cool. Sind die standardmäßig? Mit diesen Haken.
Passt schon so irgendwie ein bisschen. Guck mal, da ist einfach so ein Krokodil zwischen. Schon nice gemacht. Ich glaube, das ist hier alles Krokodilgehege unter uns. Bin mir aber gar nicht sicher. Das ist schon echt nice. Auch diese weißen Berge im Hintergrund. Der Mond scheint auch da oben. Ja, hier scheint überall Gehege zu sein. Die Leute bleiben hier auch stehen. Oh, hier sind andere Tiere drin. Das ist ein Nilwaran-Gehege. Ah, cool. Muss ich hier echt gut umgucken, damit man die Tiere zu Gesicht bekommt. Finde ich aber gut, dass du nicht so übertrieben hast mit Tieren. Dass man die nur an der einen oder anderen Stelle mit etwas Glück zu Gesicht bekommt. Scheint auch ein Gehege zu sein. Da ist irgendwie irgendwas, was in ein Gehege gehört. Aber ich sehe leider kein Tier. Oh, da oben geht's ins Spukschloss. Ich sehe schon die Zinnen. Gehen wir hinein. Ich kann es kaum erwarten. Ah, hier ist sogar ein Infoschild. Schaut mal, da ist der Nilwaran. Klettert da gerade. Und hier rechts kommt ein Grizzlybär oder sowas. Da ist ein... Oh, der Wald mit dem Nebel. Das sieht ja auch krass aus. Das ist einfach der Burggraben hier, glaube ich, ne? Wo der Grizzly drin schwimmt. Ziemlich cool gemacht. Auf der anderen Seite schwimmen Leistenkrokodile. Also da will man auf jeden Fall nicht reinplumpsen. Da gehen wir mal hinein ins Spukschloss. Oh, das ist auch ein Gehege. Blauer V. Begehbares Gehege. Na, für die Likes? Ich glaube, das wird nichts. Ah, vielleicht doch? Ey, er hat nur angetäuscht. Wow. Und für die Likes. Ach, bist du ein Schlingel. Da laufen sie. Schade, schade. Ja, keiner will gerade sein Gefieder ausklappen. Ich habe keine Ahnung, wo wir zuerst hin müssen. Ich glaube, wir gehen erstmal hier hin. Braunbär. Hier ist nochmal... Oh, hier sind auch Faue. Hier sind nochmal ein paar Läden, wo man was essen und trinken kann. Und hier kann man dann durch die Scheibe gucken. Okay, von dieser Seite sollte man vielleicht nicht gucken. Aber wir gehen trotzdem mal rein und schauen mal uns ein bisschen um. Schon cool gemacht, so schön verwinkelt. Das ist auch nice hier mit den Brettern. Wenn man Glück hat, kann man dann hier... Bären durchsehen. Das ist sehr nice. Oder ist das hier auch wieder ein Gehege? Das ist immer noch das Faungehege. Ich laufe hier schon wieder wie so ein Verwirrter rum. Und hier können die dann runtergehen. Noch so eine kleine Brücke. Gott, ein Monster kommt. Ich höre die Fußstapfen. Wo ist es? Da ist es. Das Monster. Baloo der Bär. Sieht ja nicht gruselig aus. Nicht wirklich. Ich glaube, der kommt gerade vom Baden. Da gehen wir mal wieder zurück. Dann schauen wir uns hier hinten nochmal um. Hier kann man auch noch... Ach, hier ist eine Höhle und hier kann man auch noch rumgehen. Kann man hier durch oder wie? Nee. Ach, das sind Toiletten. Okay. Ich erkunde jetzt hier alles. Ah, man muss sogar hier hoch. Okay. Dann gehen wir mal ganz normal den Weg entlang. Hier schön nach oben. Genießen die schöne Aussicht. Sieht schon cool aus. Da unten wieder die Krokodile. Ah, und hier ist jetzt diese Stelle, wo wir gerade waren. Hier kann man nochmal runtergehen. Da kann man dann den Bären mit etwas Glück sehen. Nur für Personal. Nochmal eine kleine Sitzecke. Leistenkrokodil. Immer so ein kleiner Aussichtsort. Hier sieht das noch ein bisschen unfertig aus. Hier hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr Felsarbeit machen können. Aber ich finde die Idee cool. Und ich finde auch die Atmosphäre sehr cool hier. Gerade im Wald. Oh, die Sternenfahrt, das Observatorium. Da gehen wir mal hinein. Sieht auch wieder sehr cool aus mit den Felsen. Oh, großer Wagen, kleiner Wagen, Cassiopeia.
die Sternbilder. Kann sie jemand erkennen? Ich habe davon keine Ahnung. Ah, hier kann man sich dann auch nochmal ausruhen und hinsetzen. Das ist ja cool. Da sieht man nochmal den Wald. Richtig coole Idee. Mega passend zu so einem Zoo. Wieder nach oben und jetzt geht's zur Sternenfahrt. Ja, aber das ist das letzte Ziel in diesem Zoo. Ah, hier kann man Tickets kaufen, essen, trinken. Und hier steigt man, glaube ich, aus. Hier geht's hinein. Hallo, einmal bitte. Einmal in die Gondel. Ja, Leute, die Gondelfahrt geht los. Man kann nur leider aus der Gondel nicht so viel sehen, aber da unten sind auf jeden Fall Tiere. Geh mal in die Ego-Perspektive. Also ein bisschen kann man sehen. Ja, diese Fahrten im Planet Zoo, die gehen mir echt immer ein bisschen zu schnell. Gucken wir uns das Ganze gleich definitiv noch so an, von oben. Man sieht halt echt kaum was. Ist sehr schade. Aber der Wald ist schon sehr atmosphärisch. Ich glaube, ich gehe mal hier raus. Gucken wir uns mal lieber so um. Aber dann sehen wir das ein bisschen besser. Oh ja, mega nice. Richtig schön grün gestaltet. Der Nebel überall. Und dann fahren da oben die Gondeln entlang. Das ist schon cool, ne? Da sind die Monster in der Nacht. Man sieht einfach nur einen dunklen Schatten. Ach, der Baum schwebt. Hätte man von oben nicht gesehen. Wie sonst? Passen auch sehr gut. Die machen ja auch immer so ein Brumm und sowas als Geräusch. Aber ich glaube, die Fahrt an sich ist auch gar nicht spektakulär. Ich glaube, die geht hier nur im Kreis. Ja, genau. Die geht einmal durch den Wald durch. Ich finde es aber sehr gut, dass du die Baumwipfel auch teilweise über die Schienen gemacht hast. Dadurch wirkt das aus dieser Sicht halt sehr cool, wenn ihr den Wald euch hier anguckt. Hier geht es dann einmal im Kreis und wieder zurück. Coole Idee. Damit sind wir auch schon durch den Horrorzoo. Fand ich sehr, sehr nice. Da kann man sicherlich noch einiges mehr rausholen, gerade was die Größe und so anbelangt. Aber die Ideen waren schon echt richtig gut. Schauen gleich auch nochmal kurz bei Nacht. bei Tag meine ich natürlich. Und so sieht das Ganze bei Tag aus. Alles nicht mehr ganz so gruselig. Gehen wir mal in den Schlund nochmal hinein. Oh. Immer schwierig mit der Kamera. In Häusern. Oh, jetzt haben wir auch Wasser. Kriegen wir mal nach oben. Könnt ihr das nochmal sehen? Oh, die Nilwarane und Krokodile können sogar beide hier rüber schwimmen. Dem anscheinend so ein gemischtes Gehege. Gut zu wissen. Das ist cool. Halt ein riesiger Sumpf. Find's sehr gut, dass du ganz viel mit Nebeln gearbeitet... Mit Nebel gearbeitet hast. Und mit diesen fallenden Blättern. Die tragen nämlich super viel zur Atmosphäre bei. Seht ihr hier ganz, ganz gut. Hier ist der Nebel, hier die Blätter. Überall. Das ist schon echt cool. Hier war das Wolfsgehege. Ich glaube, das Wolfsgehege geht hier wirklich überall lang. Geht nämlich überall noch Spielzeug. Hier steckt echt viel Liebe zum Detail drin. Hat man gerade alles gar nicht gesehen. Sieht aber super alles aus. Die Höhle, da schlafen sie dann. So, was hatten wir dann noch? Dann hatten wir hier das Schloss. Die Burg. Ich glaube, da hätte man sogar noch ein paar Fenster oben in die Türme machen können. Das wäre cool. Aber ansonsten sieht die schon sehr nice aus. Ist sogar so ein Stromerzeuger oder so eingebaut. Vielleicht hier noch ein paar mehr Felsen an dem Berg. Die Felsarbeit an sich sieht nämlich hier schon sehr gut aus. Hättest du das noch weitergemacht, wäre sicherlich nice gewesen. Aber du meintest, du hättest schon FPS-Probleme, weil dein Rechner nicht so gut ist. Deswegen denke ich mal, dass es daran so ein bisschen gescheitert ist. Das war das Observatorium. Also alles wirklich sehr, sehr cool. Ich hatte eine Menge Freude. Klein, aber fein, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, Annika, fürs Einsenden. Und falls ihr den mal selber ausprobieren wollt, das Spukschloss von Annika, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie euch der Zoo gefallen hat. Und falls ihr selber mal einen einsenden wollt, dazu steht auch alles unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen, wünsche euch noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.